Gelsengaschen ärgerlich oben, wir verlieren gegen Schaffhausen. Wie beurteilst du unseren Auftritt? Ja, wir haben uns einiges vorgenommen. Leider haben wir verloren, aber ich habe sehr viele gute Sachen gesehen. Wir haben bis am Schluss gekämpft und das geht es natürlich. Es geht weiter, wir müssen uns jetzt gut erholen. Aber ich habe sehr viele positive Sachen gesehen. Es ist unsere erste Rückrunde-Niederlage und allgemein seit langem die erste Niederlage. Auch das letzte Spiel, das wir verloren haben, war gegen Schaffhausen. Was macht es gegen sie so schwierig? Ich denke, es ist nicht der Gegner, es war einfach, glaube ich, der Zeitpunkt. Heute haben wir einfach ein paar Fehler gemacht, die wir sonst nicht machen. Die werden wir analysieren. Und es ist halt, glaube ich, schon lange her, dass wir 4 Goal bekommen haben. Von dem her, es geht weiter. Und wir tun das sehr, wie vorher gesagt, sehr gut analysieren. Und ich glaube daran, an dieser Mannschaft, also wir stehen wieder auf. Von dem her bin ich sehr positiv, was die nächste Woche anbelangt. Es wartet der Spitzenkampf in Winterthur. Was lernen wir aus dem Match heute? Dass wir immer bereit sein müssen, von der ersten Sekunde an. Wir dürfen bei den Standards bereit sein und. Und ich denke mal, dass es ein anderes Spiel wird sein gegen Vinti. Jetzt heisst es analysieren, erholen und dann geht es ab nächste Woche. Danke vielmals. Arbeiten vom Ferienhaus, Internet, Cloud. Da kann man sicher etwas machen. Vertrauen Sie dem Pionier. ProCloud AG. Stefan Keller, wir müssen nach langer Zeit mal wieder als Verlierer vom Platz. Wie beurteilst du unseren Auftritt heute? Es ist sicher mit den Gegengoalen, die Art und Weise, wie die ersten zwei Gegengoale entstanden sind, nicht einfach gemacht. Ich habe aber bis in die letzten Minuten eine Mannschaft gesehen, die das recht setzen will. Und das ist eigentlich alles, was man von einer Mannschaft kann verlangen kann. Es gibt Fehler, es passieren Sachen. Es ist jetzt lang genug immer in unserem Vorteil gelaufen, weil wir das aber auch so erarbeitet haben. Und heute haben wir sicher ein paar Fehler gemacht, die den Scoreverlauf so geprägt haben. Und wo wir eigentlich relativ früh haben müssen hinter den Fakten herlaufen. Und haben das aber bis in die 90., 95., 96. Minute gemacht und hätten eigentlich am Schluss auch eine Chance, um den Ausgleich zu erzielen. Wir haben in den letzten Wochen viel über solidarisches und konsequentes Verteidigen reden. Wo siehst du die Gründe dafür, dass es das heute nicht so gelungen ist? Ich glaube nicht, dass das heute nicht gelungen ist. Das meine ich. Fehler, Goal sind nicht aus unsolidarischem Verteidigen oder dieses oder jenes entstanden. Das erste Goal ist eine Unachtsamkeit bei einem stehenden Ball, wo man selbstverständlich warnt, wo Teil von der Spielvorbereitung ist. Und dann trotzdem sind wir in dem Moment nicht aufmerksam und sie nutzen das aus. Dann kommen wir zurück durch einen instudierten Corner und dann der zweite Gegentreffer ist, wir fahren den Konter. Auch dort, wir geben deutlich an, wir wissen, dass der Raum bei ihnen hinter den Backs liegt. Und wir ziehen aber rein, verlieren dort den Ball und dann der Konter vom Konter ist meistens der gefährlichste Moment. Und dort im 1 gegen 1 macht es der Ardais besser als wir wahrscheinlich erwartet haben, zieht rein und haut dann gut rein und dann bist du 2-1 rein. Dass nachher, wenn du aus der Halbzeit kommst, so einen Konter reinfährst, das Unglück hat aber auch nichts mit solidarischem Verteidigen zu tun. Und den Penalty muss ich nochmal anschauen. Ich von meiner Sicht hat es jetzt nicht ausgesehen, als wäre es ein Fehlentscheid. Also das sind die 4 Goal und dazwischen haben wir solidarisch verteidigt und solidarisch angegriffen. Aber hat es leider heute nicht ganz zu einem positiven Resultat gelangt. Danke vielmals.